Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 2. Ich habe gedacht, komm, riskierst du es nochmal, nimmst nochmal 5 Folgen auf. Allerdings, und jetzt kommt der Punkt daran, ich werde jetzt nach 2 Aufnahmen... Moment, habe ich keinen Ton? Doch. Nach 2-3 Aufnahmen werde ich ein Part Ende machen kurz und zur nächsten Aufnahmesession springen. Also sprich, ich werde ein paar Aufnahmen machen, gucken im Schnitt- und Renderprogramm, ob alles gut ist. Also bis jetzt läuft. Ich habe jetzt keine Probleme diesmal. Ich habe den PC einmal komplett neu gestartet, alles drum und dran nochmal bereinigt. Ich habe sogar einmal die Lüfter abgesaugt, damit ein bisschen mehr kühle Luft in den PC reinkommt. Nehme jetzt auch gerade mit offenen Fenster auf und ja, hoffe, dass das alles was bringt. So, jetzt ist aber wie folgt erstmal angesagt, und zwar möchte ich ganz gerne hier diese Küste, diese zwei hier erledigen, dachte ich mir. Daher ich ja beim letzten Mal so erfolglos oder mehr oder minder erfolglos dieses komische Flugrennen da zerstört hatte am Ende. Oder um es mal anders zu sagen, ich hatte ja ein Jumbo geflogen. Musste dann so eine Kurve fliegen, die mich zum einen Zeit gekostet hat und zum anderen Nerven. Und deswegen habe ich am Ende das Flugzeug in den Felsen gesteuert. Ich werde die Rennen natürlich alle im Remastered Let's Play nochmal machen. Also alles, was jetzt momentan durch meinen aktuellen PC problematisiert wird, ich nenne es jetzt einfach mal so, wird natürlich in der Neuauflage des Let's Plays nochmal schöner dargestellt. Und das möchte ich auch gleich vorweg sagen, ich werde vorher vieles üben, also wie halt die Fahrzeugsteuerung hier sich verhält, wie man driftet und so alles, damit ich halt auch die Rennen relativ schnell für euch abarbeiten kann. Damit ich nicht wie jetzt aktuell 10, 20, wenn nicht sogar 30 Folgen mehr brauche, als es komplett nötig ist. So, und warum fahren jetzt bitteschön exakt 4 oder 5 LKWs an meinem Fenster vorbei? Das ist doch nicht... Tut mir leid. Okay, warum kommt jetzt wieder Ruckel? Also ich sehe schon wieder Codierung überlastet, erweitert. Erwägen Sie Ihre... Ich habe doch die Voreinstellung nicht verändert. Was ist denn da für ein Problem? Ach, was soll's. Wie gesagt, also ich riskiere jetzt nochmal eine Aufnahmesession. Die Folgen werden auch dadurch ein wenig kürzer, möchte ich nochmal kurz ankündigen. Deswegen versuche ich gerade so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Mit der Aussicht natürlich auch so wenig wie möglich die Schnellreise gerade zu nutzen, sofern es möglich ist. Und ja, sollte es nicht möglich sein, die Schnellreise komplett außen vor zu lassen, was halt dadurch halt Ladezeiten taxiert, muss ich die halt natürlich mitnehmen. So, Langrede, gar keinen Sinn. Ich kümmere mich jetzt darum. So, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 9, also 20 insgesamt. Wir machen das mal ganz schnell. So. Und wie schon gesagt, wenn jetzt die Rennen abnormal stark ruckeln von der Aufnahmesession her, dann tut mir das echt massiv leid. Wie gesagt, ich riskiere einfach nochmal diesen Versuch hier mit der Aufnahme. Einfach aus dem Grund her, da ich dann sagen kann, okay, ich habe es immerhin nochmal versucht auf dem alten Rechner, ne? Und vor allem verkürzt das die Wartezeit nochmal für euch minimalst. Ne. So, jetzt haben wir schon 8 Tore durchfahren. Da vorne ist das 9. Da kommt schon das 10. Was geht hier? 11. Oh Gott, das will. 11. So, wir haben jetzt auch schon gut wieder Zeit dazu gewonnen, also dürfen wir auch mal irgendwo gegenklatschen. So. Das 12., 13., 14. kommt jetzt. Und dann geht es eigentlich relativ schnell zum Ziel. Wir haben Kampfhandlungen in diesem Sektor. Ohne Verzögerung. Sofort eingreifen. Ich muss das hier nehmen. Entschuldigung.
Ist halt nicht das geplante Fahrzeug, aber hey. Erledigt ihn! Immerhin erreiche ich das Ziel irgendwie noch. So. Nächstes Rennen ist direkt hinter mir, okay. Oh nein! Sie verkratzen ja den Land! Irgendwo da vorne. Das heißt, ich will erstmal natürlich die loswerden. Umzingeln! Keine Gnade! So. Ein paar Sekunden noch, dann ist das wieder weg, das rote Blinken. Nimm seine Flanke! Also, hoffe ich zumindest gerade. Ja, jetzt. Und wie wir sehen, haben wir es geschafft. Wir sind quasi in der Theorie gesprochen, entkommen. So, die Tankstelle merke ich mir einfach mal hier bei dem Rennen, da ich die nochmal machen muss. Und oh Gott, jetzt ist wieder eine lange Strecke. Ich lasse mich mal überraschen, ob das wieder so eine furchtbare Sache wird. Ja, ich sehe schon, es ist so ein Wagen. Okay, ich lasse mich überraschen. Bin ich ganz ehrlich, ich lasse mich überraschen. Diesmal ist es ja nicht im Gegenverkehr wie bei dem anderen, wo ich übrigens, ja, enormes Ruckeln hatte auch am Ende, also mal sehen. Diesmal sind es sogar 40 Stops, also wobei, die sind relativ dicht beieinander. Bei den anderen waren es ja relativ weit auseinanderliegend. Ich hätte eher Handbremse nehmen sollen. Da, sowas meine ich, ne? Das muss ich halt üben, geschweige denn, ich muss, glaube ich, Fahrzeuge immer versuchen, mit Controller zu spielen. Wenn ich sowas mache, ab dann. Also, in der neuen Aufnahmesession werde ich Rennen fahren, immer mit Controller machen, weil da ist es dann nicht schwer, Handbremse zu erwischen, weil, ja, sind halt besser gelegt, die Tasten, als wenn ich auf der Tastatur irgendwie versuche, die X-Taste zu erwischen auf Schnelle. Oder ich muss mir speziell dafür eine Tastatur zerlegen. Also sprich, alle Tasten, die ich nicht benötige, werden, ja, rausgenommen und abgeklebt, der Bereich, sodass gar nicht erst ausgelöst werden kann. Da habe ich zwei Tastaturen dran. Eine zum normalen Gameplay und eine, um halt diese ganzen Rennen zu fahren. Total bescheuert, aber macht vielleicht sogar Sinn irgendwo. Ich weiß es noch nicht. Wie dem auch sei, Langrede, gar keinen Sinn. Nee, nee. Was macht er denn da? Weg da! Moment. Erstmal. Das Rennauto ist wieder einfach verschwunden. Zweitens. Kommt da vorne das Rennauto? Und ich verplempere Zeit. Gehen Sie da runter! So. Ich wollte halt wieder Neues haben, weil das andere schon ziemlich demoliert war. So, Bonus lasse ich jetzt wieder mal ausfallen. Ihr kennt ja die Problematik mit den Bonus-Dingern. Wenn man sie erwischt, hat man das Pech, dass man vielleicht das Auto nicht wieder kriegt. Oder, ne? Wow, wow, wow. Schön durchgefädelt am Ende noch. Okay, also aktuell haben wir jetzt vielleicht 20 von insgesamt minus 1,40, ne? Also 39. Ja, jetzt sind wir über die Hälfte. Wenn man halt die Komma 5 rechnet oder so. Keine Ahnung. Der Rest der Zeit darf ich jetzt aber keine Fehler mehr machen jetzt.
Noch 14 verbleibend, noch 13 verbleibend. Oh Gott, das tut so gut, wenn man so schnell so ein Rennen abschießen kann. Ja, es kommt zwar immer noch der Kodierungsfehler, da gucke ich ja wie gesagt nachher in der Aufnahme. Notfalls, wie gesagt, ihr hört mich ja, ihr wisst Bescheid. Einziges Thema wird sein halt, wie gesagt, ich werde das in der Neuaufnahme, also in der neuen Auflage des Let's Plays nochmal machen müssen. Dann wird vieles anders sein. Zum einen, dass ich halt auch nicht gerade zum Gamerwoods hochfahre, zu Besuch, das war ja auch eins der Sachen, was hier in den Let's Play als Problem auftauchte, dass ich halt so viel vorproduzieren musste in kurzer Zeit. Da hatte ich dann aber allerdings leider auch vergessen, irgendwie Bilddaten mitzunehmen, um für Facebook die Bilddaten hochzuladen und. Ach, das... Ich sag's einfach nicht. Es ist einfach nur furchtbar gewesen, diese kurzfristige Sache. Das war... Hätte ich besser durchplanen müssen. Aber ja, am Ende hat man es ja trotzdem noch geschafft. Okay, jetzt ist doch recht weit weg, der nächste Punkt. Werden die letzten vier doch noch zu Qual? Drei meine ich, Entschuldigung. Ah ne, ich habe genügend Zeit, ich habe genügend Tempo drauf. Das wird easy. Jetzt könnte ich sogar mit einem Motorroller das schaffen. Und geschafft. So, das war jetzt das zweite Rennen. War es das jetzt auch an dieser Küstenseite? Großartig? Ja, das war es jetzt großartig, ne? Gut. Dann würde ich sagen, 1, 2, 3, hier sind noch drei Rennen. Was sagt unsere Zeit? Ja, also für ein Rennen habe ich auf jeden Fall noch Zeit. Ich guck mal, ist hier in den Alpen noch was? In den Alpen, sag ich schon, in den Gebirge, meine ich. Grandioserweise nicht. Warte mal, ich kann mal alles ausblenden. Wieso mache ich mir das wieder so schwer? Da. So. Grandios. Nee, tatsächlich. Kann ich mich nicht beschweren, was das anbetrifft. Hier oben kann ich machen. Okay, warte, dann. Alles zeigen. Na gut. Da mache ich Schnellreise hin. Das ist dann sonst doch ein bisschen sehr weit weg. So. Mal sehen, wie schnell die Exfiltration ist, weil das daran stelle ich auch fest. Okay. Da wären wir. Das heißt, Aufnahme müsste ganz laufen wie auch damals. Also Anfangszeit, ne? Vom Let's Play. Minimal zumindest, ne? So. Schade. Hab Alt gedrückt. Aber der Flieger war schon zu weit außer Reichweite. So. Oh, das kann ich mit Trick 17 machen. Granate habe ich nicht. Okay, dann vergesst es. Ja. So. Auch wieder Auto. Relativ viele Ziele. Aber es zeigt sich am Ende, wie viele Ziele es wirklich sind. So, das ist ein anderer. Und somit auch ein neuer Fahrzeug, wie ich gerade sehe. Ach, und 20 Stops, ja gut. Das ist jetzt wirklich minimal lächerlich. Nein, so krass wollte ich nicht nach rechts lenken, bevor jetzt jemand fragt. Das war jetzt nur reiner Zufall. Die Lenkung ist bei dem Wagen auch echt sehr penibel. So, 7. Noch 12 verbleibend also somit.
Oha. Also das war jetzt mal ein krasser Aufprall. Na gut. Immerhin verbleiben ja nur noch 10. 9. 8, 7. Okay, hierhin muss ich gleich nochmal zurück, weil da echt viel zum Zerstören ist. Okay, das muss ich mal ein anderes Mal mitnehmen, weil hier ist echt viel zu zerstören. Ich will erstmal nur die Rennen machen, wirklich. Also, auch wenn ich den Ehrgeiz habe von wegen, ja gut, nimm's halt alles mit, was geht. Ich muss jetzt nicht unbedingt, ja, das Rennen, ja, dazu benutzen, um die Insel zu erkunden. Das muss nicht. Alter. Fahr aus dem Gebüsch raus, Kollege. So, noch zwei Stops. Oh nein, mein schöner Kette. Bitte wie ein Stop und ein Ziel, ne? Genau. Ach ja. Oh! Okay. Gut, was ist denn das nächste? Das nächste wäre hier oben, ne? Gut, dann mache ich das wieder mit dem Prinzip, ich reise dahin. Dann kann ich echt jetzt noch eine Menge abschießen in der kurzen Zeit. Auch auf der Gefahr hin, dass halt nicht flüssig läuft. Ich bin froh, wenn ich euch zumindest noch irgendwie ein bisschen Gameplay zeigen kann. Auch in der, wie gesagt, mit der Gefahr hin, dass ein, zwei Parts wirklich wieder Katastrophe sind. So. Warte, war das nicht? Oder? War das der oder war das nicht? Ne, ich glaube, das war der nicht. Ich dachte gerade, das wäre der mit dem Flieger gewesen, wo ich so abgebrochen bin. Oder ist das da? Bitte nicht, oder? So. Nein, aber das ist ein anderer Flieger. Das ist auch nicht viel besser. Ich lasse mich überraschen. So. Hatte noch das Steam-Overlay im Back. Also, Shift-Tab ist ja Steam-Overlay. Und aus irgendwelchen Gründen... Oh doch, das ist das. Ach, das war ein Private Jet. Entschuldigung, ich habe Jumbo gesagt, ne? Nee, Private Jet war das Problem. Die sind ja doch ein bisschen schnell. Also zum Ende hin sind die ja echt schnell. Und wenn du da die Kurven nicht schon vorher bedacht hast, dann kannst du diese 16 Tore einfach komplett vergessen. Richtig abzufliegen. Und hier hatte ich halt total versagt bei einem Bonus, deswegen lasse ich den auch diesmal weg. Ich sehe lieber zu, dass ich hier so geradlinig wie möglich auf diese Ziele zusteuere. Und jeden Bonus außer Acht lasse. Auch wenn er noch so verlockend sein sollte. Weil ihr seht ja, mit denen kann ich nicht so wirklich richtig steuern. Also kann ich total vergessen, wirklich. Und von daher dachte ich mir, okay, lässt halt jetzt alle Bonusse weg. So, das war der, den ich versaut habe. Oder was der? Keine Ahnung. Jedenfalls darf ich diesmal nicht verpeilen, den zu erwischen. Ja, sehr schön. Das war tatsächlich der hier. Und ja, jetzt brauche ich nur noch die restlichen 6 und dann sollte ich es eigentlich geschafft haben. Das Problem ist, ich bin jetzt so unter dem Maximaltempo, dass ich jetzt hier so ein bisschen in Strudeln gerade... Oder in Straucheln gerade, könnte man auch sagen. So.
Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Noch eins. Feind geortet! Alle Einheiten bei sich Kontakt feuern! Geschafft! Ja, Leute, das war das, was ich riesige Probleme mit hatte. Unfassbar aber wahr. Boah, jetzt habe ich geschafft, den Privatflieger, den leih ich mir mal kurz aus, um wieder zurückzukommen. Und ganz ehrlich, es war auch einfach eine furchtbare Strecke. Ihr habt es ja jetzt selber gesehen. Aber hey, diesmal habe ich ja das mit Bravour, möchte ich mal ganz ehrlich sagen, hingekriegt. Ich hoffe, dass das auch flüssig gelaufen ist, damit man das auch gut erkennt. Ansonsten möchte ich einfach nur sagen, es war einfach gerade eine furchtbare Flugtour wieder. Und ja, also, keine Ahnung, kurzer Part, okay, 20 Minuten, läuft. Dann würde ich sagen, sehen und hören uns einfach beim nächsten Rennen wieder. Und von daher würde ich sagen, fliege ich dahin. Währenddessen mache ich jetzt einen Cut. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein. Und ciao!